Ist der Krug halb voll oder halb leer? Sind wir hoffnungsfroh gestimmt oder eher pessimistisch? Der Krug ist gänzlich leer, also viel schlimmer. Denn alles fällt aus, auf das wir uns so sehr gefreut haben. Auch das Fest am dicken Turm fällt aus. Aber einen Blick wollen wir ermöglichen. Ein Blick in den Turm, in die kleine Ausstellung. Und einen musikalischen Gruß gibt es auch. Guido Schiffer, ein Schützenfreund aus Kochschenbruch, ertrötet und was. Und er tut es für einen guten Zweck, denn seine Musik unterstützt die Aktion Wünschewagen. Es gibt einen Wagen, der bringt sterbenskranke Menschen zu dem Wunschort und erfüllt ihnen sozusagen einen letzten Wunsch. Das unterstützt Guido Schiffer und das ist ein Zeichen für die Solidarität, für den Zusammenhalt, den wir in bruderschaftlichen Kreisen leben. Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie. Kein Fest am dicken Turm, dafür aber festliche Grüße. Ein Blick hinter die Mauern des dicken Turms, das wollen wir ermöglichen. Besuch ist nicht möglich, aber schauen kann man. Jahre St. Sebastianus Bruderschaft Giesenkirchen. Hätte jetzt im Mai gefeiert werden sollen, muss natürlich ausfallen. Aber wir lassen die Giesenkirchner hochleben. Herzlichen Glückwunsch, liebe Freunde in Giesenkirchen und alle anderen, die in diesem Jahr Jubiläum feiern. Ich klappe den Bierkrug auf. Jetzt ist er leer. Aber vielleicht hat der ein oder andere zu Hause selbst einen solchen Krug. Schön voll machen. Vor sich hinsetzen. Und dann sagen, ich denke an euch, liebe Freunde. Prost zusammen. Immer wieder dann, wenn Brauchtum gelebt wird, sind wir verbunden. Mit dem Bierchen, mit der Freude, mit der Tradition. Musik.